Wir sind heute mit Philipp in Alperschwende und du hast ja mit deiner Kollegin zusammen den Armsportverein in Alperschwende gegründet und am Wochenende steht ja eine große Veranstaltung bei euch an. Kannst du vielleicht erzählen, wie ist es dazu gekommen, dass ihr da einen Armwrestlingverein gegründet habt? Ja, wir sind ja schon viele Turniere gesehen da im Umkreis. Ja, halt Frankreich sind wir auch schon mal gesehen, Schweiz, Deutsche Rosa und die Austrian Open, die wir jetzt für Alperschwende haben, die ist normalerweise. Also letztes Jahr haben wir sie das erste Mal im Vorarlberg gehabt. Davor ist sie immer in Lienz gesehen, im Osttirol. Und so haben wir gesehen, weil einfach Vorarlberg geografisch ein bisschen besser liegt, haben wir es bei dir nicht zusammen da, dass halt da die ganze Schweizer, Franzosen, Deutschen nicht so weit haben zum Fahren und sie kommen. Das ist letztes Jahr so gesehen, sind wirklich viele 80 Teilnehmer gesehen und 10 Nationen schien gehabt. Und wie kann man sich denn so eine Veranstaltung jetzt vorstellen, wie zum Beispiel die am Samstag, wie genau läuft das ab? Also bei jedem Tisch sind immer zwei Schiedsrichter und Head Referee, also der Hauptschiedsrichter, der eine, wo er auf der anderen Seite schaut, dass das Gelenk gerade ist und dass die Schulter parallel zum Tisch sind und dass immer mindestens ein Fuß am Boden ist. Und die, also nicht die Hand, wo man kämpft, sondern die andere muss immer dem Griff da dran bleiben, sonst ist so ein Foul. Nach zwei Foul hast du den Kampf verloren. Und ja, es geht schon genau, aber es muss ja fair sein für beide. Ist das Armwrestling eigentlich nur was für Männer oder können da auch Frauen teilnehmen? Nein, ist für Damen auch, auf jeden Fall. Wir haben eine Damenklasse, also jeder, der sich stark fühlt, soll unbedingt vorbeikommen. Und wie lange kann man sich denn da noch anmelden, falls es gerade noch ein paar Leute haben und sagen, hey, ich würde gerne mitmachen? Ja, also bis am Samstagmittag. Kann am Freitagabend schon gucken, sich anmelden, sonst am Samstagvormittag und ja, bis zum Mittag und am Abend geht es los.